Hallo Leute, Checkpoint Xander hier, ich grüße euch. Viele fragen sich, ob ich das neue Soulsborne Sci-Fi Game Dolmen im Multiplayer mit dem Kumpel zocken kann, also im Koop-Modus. Und das ist tatsächlich möglich, aber auch wirklich nur begrenzt. Es ist nicht so, dass ihr hier jetzt einfach einen Freund einladen könnt und mit ihm die Welt erkunden könnt, sondern es ist eher ähnlich wie bei Dark Souls oder anderen Soulsborne Spielen, dass ihr mit einem Freund zwar zocken könnt, aber nur für einen gewissen Abschnitt bzw. eine begrenzte Zeit. Dafür müsst ihr zunächst erstmal hier den Kollegen finden, den Seba. Das ist der erste NPC, den ihr findet, und der läuft euch so circa nach einer Stunde Spielzeit über den Weg. Ihr könnt den Kollegen hier eigentlich gar nicht verfehlen, und sobald ihr ihn gefunden habt, könnt ihr hier den Multiplayer-Modus anwählen. Jedoch erst, wenn ihr anschließend beim ersten Boss gewesen seid. Danach könnt ihr hier den Multiplayer-Modus anwählen, könnt hier eine Sitzung erstellen oder einer Sitzung beitreten. Um mit einem Kumpel zu spielen, können wir hier jetzt natürlich eine Sitzung erstellen und entsprechend den ersten Boss zusammen erledigen. Das Passwort lassen wir jetzt hier mal leer, damit vielleicht auch noch andere Leute beitreten können. Insgesamt können wir das nämlich zu viert machen. Es ist quasi eher ein Boss Rush als ein Multiplayer-Modus. Und das erstellen wir hier jetzt einmal kurz. Und ihr seht das schon, der Bereich ist hier sehr stark abgetrennt. Wir können hier also gar nicht weiter, können hier gar nicht durch. Und hier kommt jetzt schon ein Kollege hinterher rein. Und ja, mit ihm zusammen können wir jetzt den Boss platt machen. Da ist noch einer reingekommen. Und da können wir aber nicht die ganze Spielwelt erkunden. Wir können jetzt also nur hier den Boss platt machen. Und das machen wir jetzt auch. Gehen jetzt mit allen hier rein. Und versuchen den Boss jetzt hier schnellstmöglich platt zu machen. Zu viert sind wir jetzt hier. Aber ihr seht auch schon, das geht relativ einfach. Gerade der erste Boss ist wirklich sehr easy. Da können wir ordentlich reinhauen. Kollegen hier jetzt. So, haben den platt gemacht, können so den Boss looten. Kleiner Boss Rush. Und das passiert jetzt. In 10 Sekunden fliegen alle wieder raus und kehren dann wieder zurück zu ihrer Heimat. Also es ist nicht so, dass ihr die Welt zusammen erkunden könnt. Ihr könnt wirklich nur die Bosse platt machen. Es ist noch schlimmer als bei Elden Ring oder Dark Souls, wo ihr dann eigentlich noch ein Stück laufen könnt in der Welt. Und dieser Multiplayer-Modus, den wir hier haben, ist wirklich aktuell nur ein Boss-Rush. Vielleicht patchen sie das noch, dass sie sagen, okay, man kann da jetzt auch noch ein bisschen was erkunden. Aber aktuell funktioniert der Multiplayer nur so, dass ihr den Boss killen könnt zusammen. Also kein richtiges Multiplayer, kein richtiges Koop, Full-Koop-Gameplay. Deswegen war es mir wichtig, dass ich euch darüber informiere, denn öfters steht ja auf den Verpackungen oder ähnlich, man kann zu zweit spielen, netzwerkfähig, multiplayerfähig, ja, aber eben halt nur jetzt hier die 2 Minuten. Und es ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, da muss man die Leute drüber informieren, nicht, dass sie sich das holen und dann entsprechend denken, man könnte das mit einem Kumpel durchzocken. Gut, Freunde, das war der Multiplayer-Modus. Eigentlich recht simpel auszuführen. Man braucht jetzt nicht gewisse Gegenstände wie eine Krummfingermedizin oder ähnliches, um den Multiplayer zu starten, wie man das aus Souls Games kennt. Aber es ist halt auch kein richtiger Multiplayer, kein richtiger Koop-Multiplayer. Man kann wirklich nur dort Hilfe herbeirufen, um den Boss zu killen. Ja, Freunde, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Klickt gerne mal ein Däumchen hoch oder hinterlasst ein Abo, falls das Video für euch interessant war. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei Dolmen.